Ganz im Ernst, ich bin so brav, dass ich mich schon selber langweilig finde. Dabei sollte man mit 16 eigentlich irgendeine Scheiße anstellen. Anstelle voll peinlich Lotsenschüler zu werden, oder? Aber vielleicht mal von vorne. Ich bin Alex. Ich gehe auf die Modersohn, eine Gesamtschule in Wedding. Meine Mutter zuliebe bin ich jetzt gerade Lotsenschüler geworden. Sie meint, das macht sich gut im Lebenslauf. Somit sollen wir jetzt für Ruhe sorgen, weil unsere Schulleiterin Angst hat, dass wir sonst zu sehr rüdli werden. Jetzt verstanden? Als ob wir da irgendwas gegen ausrichten könnten. Das ist meine kleine Schwester Manja. Wir wohnen im trostloseren Teil von Wedding. Meine Mutter versucht alles, um uns vernünftig großzuziehen. Ist nicht ganz so einfach. Daran bin ich schuld. Mich hat sie schon mit 17 gekriegt. Mein Vater hat sich dann sofort aus dem Staub gemacht. Auf jeden Fall hat meine Mutter dann natürlich keine Ausbildung mehr gemacht. Deswegen hat sie jetzt 3 Jobs gleichzeitig. Das Geld reicht trotzdem nie. Somit ist es meine Aufgabe, auf Manja aufzupassen. Hört sich jetzt aber schlimmer an, als es ist. Die Kleine ist schon süß. Das Nervige an meiner Mutter? Ihre Launen. Ständig muss sie anderen die Schuld in die Schuhe schieben, warum aus ihr nichts geworden ist. Ja, was? Liebstes Ziel? Ausländer. Ey, ganz im Ernst, geht gar nicht. Richtig klar komme ich eigentlich nur, wenn ich tanze. Meistens verziehe ich mich dafür aufs Dach, da habe ich wenigstens meine Ruhe. Außerdem sollte meine Mutter das besser nicht mitkriegen, sie würde es zum Kotzen finden. Wahrscheinlich wäre ich dann ihrer Meinung nach auf der schiefen Bahn gelandet. Was für ein Quatsch. Der coolste Tänzer bin ich nicht. Deswegen weiß auch niemand was davon. Bis auf Hayal, aus meinem Jahrgang gestern. Schön peinlich. Das ist Boris, mein bester Freund. Hey. Ein Glück konnte ich ihn überreden, auch Lotsenschüler zu werden, sonst würde ich das nicht aushalten. Was ist denn hier los? Noch nicht gehört? Nee, was? Serdar hat Moshe Einstein total verarscht. Es gibt jetzt ein Video im Internet, wie er mit Katja vögelt. Was? Ja. Das ist seit gestern auf YouTube von der Tussi, die hier Lästereien über unsere Schule verbreitet. Die macht das immer noch? Ja. Und jetzt hat sie einen ganz großen Knaller gelandet. Ich weiß gar nicht, was du... Rede doch mal mit mir. Erzähl doch mal, was los ist. Was hast du denn gehört? Was hast du denn gesehen? Deine Schwester hat so einen Knall, ey, so einen Scheiß! Ey, ich wusste gar nicht, dass die Schwestern sind. Echt nicht? Die trägt ein Kopftuch und sie nicht. Ey, sieht man ja wohl. Stehst du jetzt auf die oder was? Quatsch, nein, aber ich meine ja nur... Ich weiß echt nicht, was ich ohne dich machen würde. Ja, das glaube ich auch. Ist alles okay? Was ist denn los? Ich habe die zusätzlichen Schichten nicht gekriegt. Wie, ich dachte, das wäre sicher. Das dachte ich auch. Frau Janikla hat die Schichten gekriegt. Dabei bin ich viel länger dabei als sie. Meinem türkischen Chef ist ja logisch. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Es läuft immer so. Quatsch. Alex, du bist so naiv. Ja, Boris? Hey Alex, hat Frau Horwitz dich schon erreicht? Nee, wieso? Die haben sich total über das Video dieser Bloggerin aufgeregt. Von wegen Sexvideos von Minderjährigen im Internet. Und dass das Mobbing ist und so. Naja, stimmt ja auch. Haben ja auch irgendwie recht. Jedenfalls wollen sie jetzt, dass die Lotsenschüler herausfinden, wer dahinter steckt. Was soll ich dazu noch sagen? Toll. Geht alles auf uns.